Herzlich willkommen zur weiteren Karte Füße Marsch. Ich habe mal nachgezählt, es waren das 13. Gut, dann mache ich die eine noch, um das abzuschließen. Jetzt machen wir das und machen die Füllung in die zweite Bäcker auf mit Ballen, was ich ja machen wollte, sonst in der Folge darauf. Aber jetzt, wo wir gerade mal hier sind, dann machen wir das auch noch fertig. Ist ja kein Problem. Der Strohfahrer ist immer noch unterwegs. Mann, mir ist warm. Ich muss ja die Heizung noch aufmachen. Ja, und dann... Achso, die Drescher müssen jetzt zurück. Die müssen zurück, bevor wir da schwatten können. Nicht. Mit Z abladen. Nur aufladen. Aber ein bisschen Geld verdienen über Nacht. Wir haben nicht keinen Kreditrahmen mehr. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld verdienen annehmen, weil und die Lage bietet sich an. Als nächstes werden wir so nachher Dings machen hier, Gras, aber erstmal. Wir werden jetzt wieder Leerpaletten da kaufen. Wir brauchen ein bisschen Geld. BGH läuft ja nun. Leerpaletten haben wir ein paar auf dem Lager. Aktuell läuft Produktion für OBS, Spahn und Dickplatten. Habe ich im Prinzip erst angemacht, also hätte ich schon vorher anmachen müssen. Aber so viel Holz haben wir sowieso nicht auf Lager, also na, wir haben schon ein bisschen was da. Aber wie gesagt, das reicht ja nicht für ewig. Ich könnte ja mal versuchen, unser Tier mal Stroh zu geben. Das machen wir zuerst. Okay, die Stroh. Und dann verkaufen wir was. Verkaufen ist ja nicht so wichtig. Mittlerweile Version 1.3. Natürlich mein Auto-Drive, das geht natürlich nicht mehr, weil ich die Kurse noch nicht mehr geändert habe. Muss man ja ändern. Der fährt gerade schön. Ja, Kühe. Unser leerer Stall. Da sollen die Kälber rein. Aber das dauert noch ein bisschen, bis zum Frühling. So, es gibt ein Restfutter und dann gibt es noch Futter. Das ist auch erledigt. Ne? Wir geben unsere Tiere mal heute mal Futter. Muss eh gemacht werden und verkaufen können wir immer noch genug. Wasser haben sie eh noch, aber das gehen wir gleich zum Plus. Und drehen den Hahn auf. Dann haben wir einen Hahn, ne? Haben wir einen modernen Stall, ne? Jo, wuh! Und dann habe ich 70%. Seit gut 3 Stunden bei. Nutze WLAN, also ist nicht mehr Rechner gesehen. Brauchen wir Stroh. In unserem Lager haben wir jetzt normale Stroh. Und die kriegen jetzt auch unsere Tiere, Schweine auch. Dann haben wir auch sofort Mist. Müsste ja nicht aufkreuzen, unser Lieferant für Stroh. Hier kreuzt man hier immer. Das Lager. Weizen haben wir fast 100.000, das ist gut. Gerste haben wir auch so viel. Da ist er schon. Hafer, Raps. Hat sich echt gelohnt. Kartoffeln auch noch Erden und ein paar Migration. Wo ist denn unser Stroh? Hat ein Plus Heu. Unser Heulager hat auch noch Stroh. Quatsch.
Unser Heulager hat noch Heu. Können wir gleich mal den Kühen schon geben und gleich die Schweine hinterher. Das klappt super. Ich freue mich, wenn es klappt. Und ich freue mich, wenn ich mit durch bin. Kann ich um mein leibliches Wohl kümmern. Wenn ich was vorher gegessen hätte, hätte ich garantiert die Waagerechte besucht. Die Bettschwere. Mittagsschlaf. Aber so habe ich das aber geschafft. So, jetzt gibt es Stroh, jetzt könnt ihr euch freuen. Ja, Stroh, ja. Geht denn da rein? Noch nichts zu sehen. Wahnsinn. Geht noch eine Schuhe rein. So, mal ein Wasser geben. Das finde ich schön. Ja, wie gesagt, die modernen Ställe haben alle Wasseranschluss. Ich kenne keinen, der keinen hatte. Selbst die nicht modernen Ställe, in Anführungszeichen, weil fließendes Wasser ist A und O bei den Tieren. Ob nun Schweine oder Rinder, alle haben sie ihr Wasser gehabt, nehmen wir den großen da, den roten, ob der reinpasst, ich weiß nicht genau. Man kann die aber umrüsten auf kleiner. Ich weiß, der Hänger hat da nicht seinen Platz normalerweise. Aber ich will ja allgemein nicht so oft fahren, ne, wegen Futter, ne? Die wollen ja ein bisschen vorankommen. Die Höhe macht mir Sorgen, ansonsten... Weil er ja nicht hochkippt, ne? Das ist ja der entscheidende Punkt. Haben wir hier kein Eis. Da ist die Halle ja gut zu, ne? Hat auch Licht. Wo ich nachts persönlich überhaupt nicht gerne spiele. Deswegen habe ich mal früher mal geschlafen. Hier tagsüber auf 1 und dann nachts dafür dreifach oder 50 Geschwindigkeit höher. War mal angenehmer. Und jetzt kann man auch das Futter, Stroh, die Mischung noch nicht fahren. Weil der im Prinzip hier kann jede Hänger schon nehmen. Aufsammeln kann ich nicht mit jedem Hänger, aber das macht halt einen. Deswegen fahre ich hier rein ins Lager. Sonst hätte ich mir das Lager voll gefahren müssen und hätte wieder umstellen müssen. Neuen Kursen. So kann ich das bei Bedarf mit zwei, drei Hänger, große Hänger umladen. Zur Not auch einen Kurs einfahren. Ne? Das ist kein Problem. So kann man es schneller machen und besser. 800.000 gehen rein, das große Lager, und dann nachher wird es verteilt. Kriegen die Kühe gleich was und gleich die Schweine. Und muss sagen, die Höhe muss eigentlich gut passen. Aber wie dafür gemacht. Und der kippt ja nicht hoch, der kippt ja plötzlich schön aus. Das kriegen wir die Kühe von Stroh zu sehen, ne, oder? Ja, jetzt kommt der erste Stroh zu sehen. Ja, der erste Hänger ist sozusagen, da kommen wir mit einem Hänger aus. Das spart auch viel Zeit ein. Denn Zeit ist das, was wir nicht haben. Jetzt fahren wir gleich mit den Schweinen ran. Mal sehen, wo die das entsprechend haben wollen. Der Hänger ist auch genau dafür gedacht. Nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief. Also passt genau. Glück gehabt.
Dieser Punkt da vorne ist an die Wasser, dann hinten ist Gülle und da ist Futter im Stroh. Oder Stroh. Immer mal probieren. Ob das hier auch ist. Oder muss ich im Stall reinfahren? Das Wasser ist da vorne, da ist Gülle. Da kommen wir nicht rein. Hier könnte Stroh sein. Das sind so eine. Also für Blöde zum Aufschreiben, ne? Aber so eine Markierung sind immer trotzdem schon ganz gut, da muss man nicht lange suchen. Wasser und Futter gibt sich ja automatisch. Auch die Schweine kriegen ihren Stroh. Das Schweine ist natürlich Spielzeug. Nicht nur, dass sie gerne mit der Stauze drin umherwühlen und versuchen. Sondern sind beschäftigt, ne? Das wäre mir entscheidend. Tiere müssen beschäftigt werden. Auch Tiere müssen nicht leben wie letzten Tiere, ne? Muss man dazu sagen. Also jedes Tier hat seine Funktion letztendlich zum Flachtier, aber letztendlich soll, wenn es lebt, gut leben. So gut wie möglich. Also meine Möglichkeit, ne? Ich meine, das ist immer solchen Bedingungen aber auch schwierig. Man sagt, man macht eine Außentierhaltung. Aktuell ist ja die afrikanische Schweinepest unterwegs. Beziehungsweise die ist an den Grenzen. Ist in Polen angekommen. Ja, dann heißt das ja für die Tiere, wenn die mal eins erkrankt ist, eins, dass alle Tiere gekeult werden. Und die werden vernichtet. Das klingt hart, aber das ist so, Seuchen dürfen sie nicht verbreiten. Im Grunde müsste man da nur impfen. Was man aber nicht macht, rattert mal rum, also, falls man nicht haben will. Man könnte impfen. Gewisse Dinge kann man impfen. Schauen wir mal, was wir noch reinkriegen. Bestimmt nicht viel. Das habe ich mir geahnt. Ah, das macht nichts. Dann lassen wir die mal so stehen oder wir fahren die erstmal unter die Halle. Na, Schwein, du arme Sau. Also die Sauen werden noch 6 Jahre leben. Also das, ob ich hier 6 Jahre schaffe zu spielen, im Spiel, ich glaube nicht dran. Dann die 2 Tage. Dann auch nicht mal. Erntezeit brauchst du ein bisschen länger, das ist ja so. Also ein Monat, ein Jahr, ist unwahrscheinlich, ne? Ja, ungefähr. Deswegen gehe ich auch auf 3 Tage zurück. Ich wollte das mal testen, wie das so ist, mit 6 Tagen. Weil da kommt ja der Ratschlag, dass man das machen soll. Ich sag mal, wenn ich jetzt alle Felder hätte, alle. Dann wäre das sicherlich auch zu empfehlen, wenn man alles schaffen will. Aber wir haben nicht alle Felder, wir haben auch nicht mal einen Bruchteil von dem. Also reichen auch 3 Tage. Eine Umstellung kann man nur im Winter, beziehungsweise es wird so empfohlen. Weil sonst kommt dann alles durcheinander und ist ein bisschen zu. Auch zu riskant, wenn man es jetzt machen würde, und dann, wenn die Erde dann im Arsch ist, beziehungsweise dann wäre Sommer ja auch Sommer normalerweise, nur halt nur 3 Tage, und später, früher und später, da hätten wir jetzt praktisch in den, ja, es wäre nicht gut, sagen wir so. Und deswegen die Erde zu riskieren für Mais und für Hopfen, nee. Ist ja noch mal bestimmt 1 Million, dass wir mit Silage verdienen können, ne? Du weißt auch nicht genau, wie viel das ergibt, mengenmäßig, aber es ist schon ein Teil. Riesenschwung, ne? Also viel Arbeit. Und wir haben da noch kein Radlader, nichts. Also deswegen
Aber heute Nacht kriegen wir ein bisschen Geld und das wäre nicht das Problem. Wir haben zwar Maisgebiss da, irgendwo muss es sein. Achso, am Drescher dran, glaube ich sogar. Ja, genau. Da ist am Drescher dran, so ausklappbar. Ja, dann. Ich muss sehen, dass wir das hinkriegen, ne? Wenn wir auf 1 und auf Dings machen, auch wieder Mais nächstes Jahr. Da halten wir die Fruchtfolge ein, das ist wichtig. Und da, wo jetzt Getreide ist, können wir dann entsprechend Raps einbringen. Wir können aber Raps auf die 12 einbringen. Und das andere können wir immer noch entscheiden, was draufkommt. Mal sehen. Auf Trikale kommt, ist auch Getreide, darf kein Getreide kommen. Also muss da entweder Raps drauf, Sonnenblumen, Kartoffeln oder Rüben. Nur kein Getreide. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Füße im Winkel. Ciao, ciao. Und wenn die Folge weitergeht, kommt mal das neue Jahr. Bevor ich vergesse, ich sag mal gleich einen guten Rutsch. Falls man so weit ist. Ist man auch nicht ganz so weit. Aber lieber einmal zu viel als zu wenig gewünscht. Dann seid mal Füße im Winkel. Winkel. So. Bis. Hoffe zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.